So Leute, ich bin jetzt nochmal durchgegangen, meine letzten zwei, sag mal, Premium-Booster habe ich jetzt rausgepackt. Das erste ist ein Throne of Eldraine Premium Promo Pack. Das letzte seiner Art. Ich sag das andauernd und bestelle dann immer wieder neue. Aber diesmal ist meine Boosterbox jetzt halt leer. Ich muss demnächst nochmal richtig neu bestellen. Aber dann auch mal endlich von dem neuen Set. Endlich mal. Ich meine, ihr werdet hier das eben zum Backlash haben. Das ist krass. Naja, auf Abenteuer. Krass. Ritter der Ebenholzlegion. Der war im Standard meiner Zeit lang richtig geil. Ein Mana, 1-2. Für 3 Mana könnt ihr dem +3/+3 und Death Touch bis zum Ende des Zuges geben. Und wenn ihr am Ende des Gegnersegments dem Gegner 4 Schadenspunkte oder mehr gemacht habt, kriegt ihr eine +1/+1 Marke. Richtig stronges Teil. Richtig hübsch. Der war im Standard richtig krass. Dann haben wir Kentris Verwandlung. Oh ja, die ist hübsch. Echt hübsch. Zweimal eine Verzauberung. Die verzauberte Kreatur wird zu einem 3-3 Elchen ohne Fähigkeiten. Zu einem Hirschen. Und wenn ihr ein Spiel kommt, zieht man eine Karte. Das ist praktisch so ein Oku. Das ist eine echt gute Karte. Und? Das ist eine grüne Karte. Das ist Questing. Nee, böser Wolf. Jawoll. 4 Mana 3-3, wenn er ins Spielfeld kommt, kämpft er gegen eine Kreatur eurer Wahl. Und ihr könnt einen Food opfern, also eine Speise opfern. In Deutsch heißen die echt Speise. Ich gar nicht drauf geachtet. Alter. Hässlich. Ja, ihr könnt einen Food opfern, um dem +1/+1 Marke zu geben und dem Unzerstörbarkeit bis zum Ende des Zuges zu geben. Damit könnt ihr damit halt auch sehr viel machen. Ich weiß nicht, ob der immer noch im Standard so krass gespielt wird, aber naja. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Blixi. Ciao, ciao.